Anna. Paul. Vivian. Nadja. Linnea. Kevin. Katja. Jörg. Inklusion bedeutet alle unter einem Dach. Jeder mit seinen Stärken und Schwächen zählt zu einer Gruppe dazu und ist ein vollwertiges Mitglied dieser Gruppe. In Neukirchen kommen seit 7 Jahren ca. 200 Konfirmanden zusammen und verbringen eine Woche im Konfi-Camp. Zum zweiten Mal gibt es eine Inklusionsgruppe. Die Idee für eine solche Gruppe hat der Pastor und Leiter des Camps Jörg Jeske schon lange. Wir haben dann überlegt, okay, wie kommen Jugendliche zusammen, die sich vorher nicht kennen, die sich vielleicht auch fremd sind, gerade weil sie die einen eine Behinderung haben, die anderen nicht. Und wie bekommen wir es hin, dass sie spielerisch zusammen irgendetwas gestalten, irgendwie zusammenarbeiten? Und da wollten wir nichts Intellektuelles machen, keine Kopfarbeit. Wir wollten auch nicht irgendwie handwerklich irgendwas erstellen oder so, sondern wir wollten irgendetwas finden, womit sie sich selber ausdrücken können. Und dann kamen wir auf Theaterarbeit. Die meisten Teilnehmer hatten in dieser Woche zum ersten Mal näheren Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Als Ansprechpartner für Fragen stand der Erzieher Jan-Niklas Hinsche zur Verfügung. Es wurde im Camp-Alltag, wurden wir auch mit Inklusionsgruppe angekündigt. Viele fragende Gesichter waren darauf zu sehen, was bedeutet das eigentlich, was ist das eigentlich? Kaum Leute haben damit Erfahrung, was ja, noch nie mit einem Menschen mit Behinderung vielleicht zusammen ja, etwas zu tun gehabt. Geschweige denn mit dem eine Woche im Camp zusammengelebt und am Zelt geschlafen oder gemeinsam Theater gespielt. Und Ziel war es, in den Gruppen dieses Thema Inklusion einfach einmal aufzugreifen und mal Aufklärungsarbeit zu machen und den Teilnehmern oder den Konfirmanden anderer Gemeinden einfach auch ein Gesicht zu präsentieren und zu sagen, okay, wenn Fragen sind, dann kommt ran und fragt, egal was, egal um wen, egal wann, Hauptsache ihr kommt und fragt. Auch Timon und Jane sind zum ersten Mal bei der Theatergruppe dabei und haben ihre ganz persönlichen Erfahrungen gesammelt. Ja, man kennt welche, aber wirklich, wirklich mit denen mal eine Woche zusammen zu sein, war noch nicht. Also man hat sie mal für 2-3 Stunden gesehen. Aber ich finde, wir sind also sehr gut zusammengewachsen, so als Gruppe im Allgemeinen. So. Ja, dass man einfach keine Vorurteile einfach so ohne die Person zu kennen schließen kann. Mhm. Also, dass man halt mal neue Erfahrungen mit anderen Menschen so machen sollte und mal alles kennenlernen sollte, damit man da erstmal urteilen kann darüber. Einfach mal für alles offen sein. Nach den ersten Tagen ist die Gruppe zusammengewachsen und die Teilnehmer haben sichtlich Spaß daran, Theater zu spielen. Zoe, die zum zweiten Mal dabei ist, hat auch dieses Jahr wieder die Gruppe sehr ins Herz geschlossen. Ich mag die Gruppe so sehr, dass wie meine Regenfreundin sie sind und ihr ist mich toll. Und Paul, der nicht sprechen kann, dem sieht man seine Freude vor allem bei den Volleyballspielen in der Freizeit an. Auf ein Dreifaches! Der Schauspieler Sebastian Knorr ist zum ersten Mal bei dem Theaterprojekt dabei und unterstützt die Gruppe beim Erarbeiten der Szenen und teilt sein Wissen mit den Teilnehmern. Und dann haben wir in diesen unseren Gruppen sozusagen zusammengesetzt und überlegt, was für eine Szene man irgendwie dazu darstellen könnte. Und dann haben die Jugendlichen da wirklich ganz tolle Einfälle gehabt und sich dann sehr, das war glaube ich auch eine ganz gute Idee in dem Sinne, dass ich dann gar nicht als Theaterpädagoge oder als Gruppenleiter da so eingreifen musste, sondern dass die erstmal zunächst schon mal die Aufgabe hatten, wie kriegen wir uns alle auf die Bühne und wie kriegen wir irgendwas geregelt da. Und so sich dann schon die Gruppe so zusammengesetzt hatte, also die Gruppe schon so einen Teil der Arbeit selber übernommen hat und sehr gut aufeinander aufgepasst hat. Und das hat eigentlich schon wirklich sehr gut funktioniert. Dann konnte ich sehr gut von außen sozusagen reingehen und Tipps und Anweisungen geben und helfen,
bestimmte Szenen noch vielleicht ein bisschen zu komprimieren oder aber auch Tipps zu geben, wie kann ich das spielen und wie kann ich das machen und wie kann ich da auch einen Ausdruck finden. Und das hat, finde ich, sehr gut funktioniert. Nach 5 Tagen Vorbereitung war es dann endlich soweit und die große Aufführung stand bevor. In der vollen Kirche von Neukirchen präsentierte die Theatergruppe Los Spontanos ihre Szenen. Ich bin schon morgen echt aufgeregt, aber hoffentlich klappt es. Ich kann auch beim Schlafen, dass ich nicht einschlafe. Weil du so aufgeregt bist. Ja. Trotz der Aufregung war die Aufführung ein voller Erfolg und die Teilnehmer haben die komplette Kirche in ihren Bann gezogen. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht unbedingt im Theater dann so, oder bei den Proben, bei der Theateraufführung auch überhaupt nicht verlogen oder auch keinen so Applaus, der so gut gemeint ist, sondern das ist wirklich toll. Also es ist wirklich was man so auf der Bühne zeigen kann, da braucht man auch gar nicht viel Mittel, wenn man irgendwie als Mensch da durchkommt. Und das, da haben es die Menschen mit Behinderung oder die Jugendlichen mit Behinderung ja manchmal sogar viel leichter als die Teilnehmer ohne Behinderung, weil die viel mehr Scheu und Grenzen und Wände im Kopf haben, was kann ich machen, was darf ich überhaupt machen und sich viel mehr vielleicht blockieren. Und dann aber da andere der Teilnehmer mit Behinderung, die rennen teilweise, also für einen, der dann auch einfach auf die Bühne rennt und macht und tut und damit aber auch richtig gut ankommt, weil es einfach ehrlich ist. Wir hoffen natürlich durch dieses Projekt, was wir hier durchführen, dass viele Menschen davon mitbekommen, wie, ich will nicht sagen wie einfach, aber wie gut es möglich ist, dass Menschen in ihrer Verschiedenheit zusammenleben, aufeinander achten und dass es wirklich gelingen kann, ein alltägliches Leben zu führen mit Menschen, die keine Behinderung haben und Menschen, die eine Behinderung haben. Dass viele Leute merken, wir brauchen keinen Ausschluss von diesen Menschen, wir müssen sie nicht irgendwie an den Rand drängen, sondern wir können sie mitten hineinnehmen in so eine Gemeinschaft. Das geht. Man muss sich kümmern, man muss sich aber auch um andere kümmern. Also jeder Mensch ist verschieden, man muss sich um jeden Einzelnen kümmern. Und das gilt dann auch für Menschen mit Behinderung und das kann gelingen, das haben wir gezeigt.